Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben für den PC. Ganz kurz, ich habe zwei Sachen direkt zu sagen. Erstens, eventuell klinge ich heute ein bisschen erkältet. Warum? Wie sich das auswirken wird und warum ich nicht erkältet bin und trotzdem so klinge. Wow, Lex, dazu komme ich gleich. Punkt 1 ist aber erstmal, ich habe mich schon wieder verzählt. Wir sind nämlich jetzt erst in Part 55 und der letzte Part war quasi noch gar nicht Part 55. Das heißt, ich nenne diesen Speicherpunkt für heute einfach mal 55R für richtig. Ich klinge eventuell sehr erkältet und das fuckt mich sehr ab. Ich war gestern im Schwimmbad mit einem Kumpel und es ist mein Leben lang schon so, dass ich extremst empfindlich auf Chlor reagiere und ich bin immer noch so abgefuckt und werde wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Tage auch noch vollkommen abgefuckt sein. Mein Rachen, meine Augen, meine Nase, alles brennt einfach wie die Hölle. Aber ich wollte heute aufnehmen. Deswegen klinge ich ja vielleicht ein bisschen sehr erkältet. Falls ich mich zwischendurch mal eben zum, was weiß ich, ne, irgendwie mal kurz muten muss, dann klingt das wie folgt. Dann werden diese Geräusche kommen. Ich hoffe, ihr könnt damit für diesen und vielleicht die nächsten ein, zwei Parts mal leben. Weil das, ja. Was liegt da hinten eigentlich? Da liegt ein Trank. Ein Pfeil oder so und eine Truhe. Aha. Okay, im letzten Part waren wir hier. Wir müssen jetzt die Magier zusammentrommeln. Hey, Xardas. Das Pyroka sagt nö. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. Natürlich. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Stopp, 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 stopp. Es gibt noch was. Erstmal, okay. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyroka also. Hm, interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Aha. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Seekops Bauernhof. Oh nee! Auf diesem Seekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyroka dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Fick dich, Xardas, wirklich. Natürlich. Ah, wir machen einfach einen Bauernhof, wo jetzt vier Suchende sind. Ah, machen dann einen Nebenquest draus. Ach, Moment, halt. Das ist natürlich genau der Bauernhof, wo ihr auch storytechnisch hin müsst. Hurensohn. Ach, das gibt's doch nicht. Das schaffe ich doch nicht. Och, Mann. Muss ich mir erst Ravens Rüstung... Nee, Ravens Rüstung dafür anziehen, ne? Ach, nee, hey. Oh, Mann. Könnt ihr euch verstehen, wie ich mich gerade fühle und dass ich keinen Bock darauf habe? Also, es kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Aber ich bin mir echt zu einigen gewissen, vielen, diversen Prozent sicher, dass es genau der Bauer ist, wo ich jetzt hin muss. Och, Mann. Ich wundere mich über gar nicht. Wisst ihr, wie mich das gerade anpisst? Ist mein Mikro jetzt eigentlich an? Ich muss es mal checken. Okay, ja. Ich habe das vorhin ausgemacht, nicht, dass ich es da jetzt angemacht habe und jetzt wieder aus habe oder so. Nee, es scheint an zu sein. Okay, aber wisst ihr, wie mich das abfuckt? Ich hasse diese Viecher. Da liegt was, da liegt was. Also die Suchenden, meine ich. Die mag ich nicht. Siehe. Danke.
Soll das jetzt ein Hinweis sein? Benutzt die Sichel, dann schaffst du die Suchenden. Das ist die geheime Waffe gegen sie. Selbst wenn es so ist, liebe Leute, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Ich glaube, an dieser Stelle hier gibt es eine Schlacht gegen Orks in der Gothic 2 Mod. Einer russischen. Naja, ich habe jetzt meine geile Erzklinge hier. Vielleicht sind die Suchenden auch gegen die Klaue Belias schwach oder so. Das könnte ich auch mal ausprobieren. Keine Ahnung. Hauen die Wölfe da gerade von einem Scavenger ab? Hä, die würden den doch locker aufessen, oder nicht? Oder irre ich? Vielen Dank dafür. Oh, cool, danke, danke. Okay, ciao. So, das heißt, wir gehen jetzt mal ganz freundlich. Ich muss allerdings vorher nochmal einen Cut machen, weil ich eine wichtige Nachricht bekommen habe. Aber wir gehen jetzt mal zu Sieg aufs Hof. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich will morgen wieder mit ein paar Leuten eine Pen-and-Paper-Session machen, aber es gibt ja immer so ein paar Komplikationen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo mal eine Gruppe organisieren müsst aus mehr als zwei Leuten oder so. Dann wisst ihr vielleicht, hier und da gibt es immer so ein, zwei kleine Komplikationen. So, gerne auch mal eine Stunde vorher oder so. Gut. Du kannst dich mal richtig am Arsch lecken, ja? Ich schaffe euch jetzt und zwar ganz locker. Auch wenn ich gerade brenne, was mich echt aber halb so wild. Ich kann mich ja heilen. Ich habe doch jetzt hier, guck mal, ich habe mir noch kürzlich Tränke gemacht. Oh, 90 kleine Tränke habe ich. Ja, da kann ich ja mal richtig reinhauen. Dann auch hier von meinen 200 Fleisches mal wieder ein bisschen was absnacken hier. Geil. Ich habe noch 12 Geschwindigkeitstränke, was echt gut ist, weil die muss ich... Die sind gut. Aua, okay, zwei gleichzeitig. Jetzt gucken wir mal, wie gebacken wir sind. Also wie reif unser Brot ist. Kannst du jetzt mal bitte umfallen, dankeschön. Ach, locker, easy, Cocker, Schnocker, weg mit dir. Gar keine Chance, dieser suchende Bastard hier. Sekob, ist es schlimm, wenn ich in deinem Bett übernachte? Gut, ich mach's nicht. Ich teleportiere mich einfach gleich zur Taverne oder so. Jetzt speichere ich aber nochmal, weil die Frage ist jetzt, frage ich jetzt Sekob? Oder knacke ich jetzt die Truhe? Ich speichere hier mal und frage erstmal Sekob und im Notfall lade ich dann und sage, naja, knacke ich halt doch. Ah! Wow, 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 das war so nicht abgemacht! Oh shit. Hurensohn. Und die Leiche liegt jetzt wieder so, dass ich sie nicht looten kann, aber es ist ja sehr freundlich. Danke, Spiel. Ah, 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 ah. So. Nochmal hier speichern. Wegen der Truhe gleich knacki knacki. Aber erstmal. Vielleicht gibt's mir Sekob ja auch von sich aus. Hey! Das wäre schwierig. Ach ja, echt mal. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Ich wusste doch, dass man sich auf die Garde verlassen kann. Richtig. Nicht so schnell, mein Freundchen. Ich verstehe nicht. Was willst du noch? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Nein. Warte mal. Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Seit die schwarzen Kerle in meinem Haus waren, nicht. Na warte, du dreckiger Dieb. Wo kommt der jetzt her? Läuft ja einfach gerade so rum, oder was? Ja, bla. Ich muss sowieso laden, aber... Weil ich will erstmal nicht verflucht werden, das kotzt mich an. Aber was mir... Hallo. ...gerade noch viel wichtiger ist, der gibt mir den Scheiß nicht. Das heißt, ich muss ihn wirklich beklauen. Oh, die Truhe ist nicht mal verschlossen, lol. Die Hallen von Irdorath. Goblin-Skelett erschaffen eine Rune dafür. Ja, hui. Ach, alles her damit, scheiß drauf. Hatte mir Xardas den Schlüssel dafür gegeben? Eigentlich nicht, oder? Ja gut, nee, das hier ist Sekobs Truhe. Die lassen wir mal schön bleiben. Nee, die lassen wir mal schön bleiben, habe ich gesagt. Gut. Dann jetzt nochmal zu Sekob. In der Hoffnung, dass dieser Suchende jetzt nicht wieder vorbeikommt. Das war jetzt echt irgendwie uncool. Wo kam der denn her, hä? Hä?
Wo kam der her? Hey, verstehe ich gar nicht. Dein Haus. So, bla. Bla 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 bla. Dankeschön. Warte und ist irgendwas in der Zwischenzeit. Ne, okay, ne, eigentlich nicht. Das ist eine schöne Sache. So, kein Suchender hier in der Nähe gerade. Keine Ahnung, was es damit gerade auf sich hatte. So, ich muss wieder runter zu den Runen. Teleportationsrunen. Xadisblatt, Taverne, genau das brauche ich. Ja genau. Hier will ich nur mal ganz kurz übernachten. Beziehungsweise nächtigen. Hey, 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 was geht, Freunde? Was geht? Ich bin wieder da. Der Julian ist zurück. Ich glaube, die zweite Tür war's. Ich vergesse es aber eh immer wieder. Ist mir auch egal, ich schlafe hier jetzt. Bett. Bis zum nächsten Morgen. Schlafen. Du bist geschlafen. Du hast geschlafen, bist ausgeruht. Vielen Dank dafür. Und auf dem direkten Wege weiter zu Pyro Carry. Ich war Milton, ja, dich habe ich beklaut. Das ist lustig, war ja, finde ich schon witzig. Okay, ciao. So, hi. Ich finde meine Erzklinge tatsächlich sehr schön, zumal sie sehr lang ist, was mir gut gefällt. Ja, was sagt denn Pyrokar dazu? Hoah! Hey. Moment mal. Vielleicht will ich dieses Buch vorher lesen. Vielleicht birgt es wieder irgendwelche Dinge. Die Hallen von Irdo. Davor habe ich Angst. Ich mach's lieber nicht. Also ich will tatsächlich gar nicht wissen, was das für eine Auswirkung hatte. Vielleicht habe ich jetzt wieder so ein bedrückendes Gefühl, wie wenn ich mit den Suchenden spreche. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Deswegen lassen wir das mal bleiben. Okay. So, hello Pyro Carry. Ich hab da ein Buch für dich. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her, das ist ja unglaublich. Hast du auch nur im geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Darf ich denn so lange... Darf ich doch, oder? Ja. Dankeschön. Okay, ist ganz gemütlich. Reicht mir dann auch wieder. Tschüss. So, jetzt ist die Frage, wie zum Teufel komme ich auf schnellstem Wege zum Sonnenkreis? Ich glaube nicht, dass ich da eine Teleportationsrune für habe, oder? Angst. Mittlere Wunden. Teleport Großbauer. Goblin-Skelett. Heiliges Licht. Heiliges Licht. Heiliger Pfeil. Klosterburg. Dämonentum. Pass Corinus. Pass Minental. Xardas Taverne Hafenstadt. Fuck. Was ist jetzt am nächsten dran? Das ist doch das quasi... Oh, das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Na gut, aber wenn ich jetzt wieder da runterspringe und schwimme, dann dauert das wieder Jahre. Ja. Was ist denn da der schnellste Weg? Aber es sieht echt so aus, als wäre das der einzig wahre Weg, sage ich mal. Das dauert ja Jahre. Von den Pyramiden geht's noch schneller, wenn ich das richtig sehe. Wo war denn der Teleporter zu den Pyramiden? Der war bei der Taverne. Ja. Dann denke ich mal, dass der Weg noch angenehm schnell ist, oder? Na gut, machen wir das. Machen wir das. Ich könnte natürlich dann einfach jetzt auch nochmal nach Jakenda gehen und einfach mit den Leuten reden. Sagen, hey, na? Wie geht's? Ich könnte auch noch das ganze Banditenlager da ausräuchern. Das würde mir, glaube ich, auch noch ordentlich EP bringen. Aber ich mache es natürlich nicht. Dann wäre Doros aggro auf mich und da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Okay, Tür. Teleporter. Hey, hey, hey.
Sehr gut. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt der schnellere Weg ist. Ich habe echt gar keine Ahnung. Ich könnte mir natürlich auch einen Geschwindigkeitstrank jetzt reinpfeffern. Aber ich mache es einfach mal nicht. Auch wenn es echt gewisse Zeit sparen würde. Ich speichere mal lieber. Dankeschön. Ich könnte generell mal gucken. Ich habe in der Aufnahme, also als ich kürzlich einen Part geschnitten habe, ist mir aufgefallen, dass es hier relativ direkt neben der Pyramide irgendwo noch so eine kleine Höhle gab, die ich damals nicht geschafft habe, aber die ich jetzt, glaube, mit relativ großer Sicherheit schaffen würde. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber ich denke doch, dass ich die durchaus schaffen würde. Müssen wir mal gucken. Aber ich weiß nicht, welche das war. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Feuersalamander renne, weil die schaffe ich, glaube ich, immer noch nicht. Aber ich glaube an diesem Berg hinter der anderen Pyramide quasi. Also, wir haben ja da diese Pyramide, genau. Und hinter dieser Pyramide, da war, glaube ich, irgendwo so eine Höhle. Und die hatte ich damals, glaube ich, nicht geschafft. Aber ich glaube, die würde ich jetzt schaffen. Würde ich gerne mal ausprobieren. Da hinten ist auch noch eine Höhle. Da komme ich vielleicht auch noch hin. Vielleicht ist das sogar die? Nee, ich glaube nicht. Die sind ja echt gar keine Gefahr mehr mittlerweile. Das ist echt cool. Ich finde es cool, wenn man merkt, wenn man halt wirklich dann doch irgendwann mal merkt, dass man stärker wird. Das ist ein sehr schönes Gefühl in Gothic 2. Besonders, wenn man am Anfang halt einfach so abgefuckt ist. Hey, 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 lass mich mein Schwert ziehen. Du bist doch ein fairer Gegner. Hier gibt es sehr viele Kräuter, das gefällt mir auch sehr gut. Na komm. Oh, nicht gewone-hitted. Ach, wieder nur so ein Zehntel Schaden ins Nahe. Na gut, wir kennen's. Danke. Danke dafür. Danke hierfür. Und für all den ganzen Scheiß, den ich jetzt gerade noch pflücke. Pflücke. Weil er hier so rumwächst. Oh Gott, den Kram hier links mache ich jetzt mal nicht. Weil sonst renne ich noch aus Versehen gleich in die Feuersalamander. Das will ich nicht. Deswegen nehmen wir mal ganz geschmeidig hier nur den Kram. Oh, das ist viel zu viel. Ich will das eigentlich gar nicht sammeln. Jetzt bin ich auch schon wieder so abgefuckt, dass da hinten noch ein Heilkraut einfach unter diesem Baum wächst. Dass ich das auch noch einsammeln muss. So, noch mehr. Ja, ich sehe jetzt immer noch drei Pflanzen. Vier. Fangen wir hier an. Wie gesagt, die da hinten, die hole ich mir jetzt nicht. So eine Pflanzen waren doch in Gothic 1 auch eine Rarity, oder? Eine Rarität, eine Rarity. Oder irre ich mich da? Kein Plan. Okay. Hallo, Goblinhöhle. Ich glaube, ich muss hier nochmal eben ein bisschen ausschlachten. Hey, 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 hey. Mach mal keinen Stress hier. Bitte. Kein Stress. Das ist... Danke. 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 Und vielen herzlichen Dank. Ich gehe erstmal da oben hin, weil ich glaube, da lag nur Zeug. Und das da rechts sieht schon wieder so ein böser Gang aus. Oh, okay, scheiße. Warum höre ich hier gerade noch mehr? Ah, da sind tatsächlich noch ein paar mehr. Ja, ist egal. Kriege ich tot. Alles gut. Noch einer. Noch einer. Gut, reicht erstmal. Ich höre noch einen. Okay. Ich höre sogar noch einen. Darf ich bitte die mal looten? Und geh, stell dich doch nicht immer dahin, wo die anderen alle sind. Dann, what the fuck? Was war das denn? Was hat der denn gerade versucht? Jetzt muss ich die ganze Scheiße hier looten. Also ich muss nicht, aber da könnte halt... Ich hätte eine Spinne gehört, das sind wahrscheinlich Minecrawler, ha? Ach du Scheiße. Das könnten echt Minekraftler sein. Ach du heilige Ficki Ficki. Gut, wäre das erstmal geklärt. Um die Truhe kümmere ich mich gleich. Ich gehe hier erstmal kurz weiter. Ich lasse die Beutel da liegen, damit ich das nicht vergesse. Die Pilze auch. Ich will erstmal kurz gucken, was hier ist. Genau, hier geht es nämlich nicht mehr so tief weiter. Aber wir haben hier noch zwei Truhen. Die eine sieht nicht verschlossen aus. Genau. Mit 11 Pfeilen.
Und für dich muss ich wieder meinen schlauen Zettel ranholen. Ne, muss ich auch nicht, danke. Gut, ob es das jetzt wert war, weiß ich halt nicht, aber 32 Gold, ja gut. Man kann es immer gebrauchen. Oder man kann es halt immer verwerten zumindest, ne? Was guckst du denn hier so? Ja. Ich rede mit meinem Kater. So, erstmal die Beute, dann die Pilze und dann die Truhe. Ich hätte erst die Pilze pflücken sollen, das ist auch Wurst. Vielen Dank dafür. Speichern. Okay, hier brauche ich es wieder. Hoffentlich nicht wieder 20. Rechts, super. Ja. Rechts, links, links. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links, rechts. Danke. Ich stelle mal so eine Komplettlösung ins Internet. Alle Kombinationen von allen Truhen auf der Welt, ey. Die Liste dafür habe ich. Weiß es nur nicht mehr zuzuordnen, leider. Okay. Gucke ich mir das ganze Let's Play nochmal an. So, ja, genau. Das klang doch nach Minecrawlern hier. Wo geht's denn hier jetzt noch hin? Ich wollte mir nur mal kurz diese Höhle angucken. Und jetzt eigentlich kein ganzes Nest Minecrawler hier erlegen. Aber gut, was soll's. Dankeschön. Ist das hier eine Grabstätte oder was? Was ist das hier? Sieht aus, als wäre hier ein Golem gestorben. Ja, die Steintafeln gucke ich mir natürlich gleich auch noch an. Stat Boosts kann ich immer gebrauchen. Gerade Stärke. Fände ich mal wieder ganz cool. Oh. Ein grobes Kriegsbeil, wow. Okay, speichern. Die Stein... Moment mal. So, die Steintafeln sind hier unten. Da haben wir Bogenschütze 1 und Lebensenergie 1. Okay, ich glaube, das war's. Ja. Naja. Trotzdem Dankeschön. Dafür, dass ich kürzlich so viel Lebensenergie geopfert habe, ist es, glaube ich, jetzt schon ganz praktisch, wenn ich mal wieder welche dazu bekomme. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Hey! Stellt ja ganz schön viel aus. Achso, ne, ist einfach nur wieder komische Schadenskalierung, genau. Vielen Dank dafür. Sonst ist hier nichts. Das ist echt überraschend. Nicht mal ein Item, was rumliegt. Krass. Okay. Aber da war noch ein anderer Gang. Also die Höhle ist auch noch nicht vollkommen abgeschlossen. Ich habe Angst, dass hier irgendwo gleich ein Golem um die Ecke ist. Bei den ganzen... Boah. Das schreckt mich halt noch mehr mit deinem Rumgeschrei. Danke, da liegen Schatullen. Das ist schön, die sind viel wert. Nur ich habe immer noch keinen Händler gefunden, der mir einen angemessenen Preis dafür zahlt. Wobei mir wahrscheinlich niemand auf der ganzen Welt hier mehr dafür zahlen wird. Toll. Links. Rechts. Nee. Links, links, links. Oh. Aha, okay, ich wusste es doch. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts. Super. Morgenstern, Geld, Lederbeutel. Danke dafür. Ja, war jetzt nicht so übertrieben spektakulär, aber es ist schon okay. Die ganze Lederbeutel... Warum habe ich das nur befürchtet? Kann ich mich hier vor dem verstecken? Nee, nicht wirklich. Das ist jetzt problematisch. Ja. Die Frage ist jetzt aber wirklich, die ich mir stelle, wie gut komme ich gegen die an, wenn ich wirklich so einen Morgenstern trage? Schaffe ich das dann oder schaffe ich das dann nicht? Oder Rabenschnitt, ist das auch einer? Dann kann ich nicht. 4 Stärkepunkte zu wenig, ey. Aha. Danke. Ich hatte sogar schon den Morgenstern, ne? Ja, okay, es funktioniert auf jeden Fall, auch wenn der gerade mega am Rumbacken ist, was echt lustig aussieht. Ja doch, das funktioniert damit sogar echt ganz gut. Wow, ich wusste nicht, dass die so einfach sind mit so einem Waffentyp. Ah,
Aber ich wollte gerade sagen, gegen zwei gleichzeitig würde ich mich trotzdem nicht wagen. Ja, whatever, ne? Einer dürfte noch kommen. Und nicht sogar zwei. Ich glaube, das ist nur noch der. Nicht mich schlagen, ja? Dann ist alles gut. Vielen Dank dafür. Das ist schön. Muss ich mir mal gegen diese hässlichen Grünen merken. Kommt hier noch einer? Nee, ne? Nee. Nö. Wunderbar, haben wir die Höhle abgeschlossen. Aber ich meine, dass es hier noch so eine Höhle gab. Quasi direkt auf der anderen Seite von der Pyramide. Da muss ich nochmal kurz gucken. Und ganz vorsichtig sein, dass ich mich jetzt hier nicht zu nah an die Feuersalamandrinen Das ist natürlich dann genau die falsche Treppe für dieses Vorhaben. Ich meine, dass es hier noch eine... LOL! Oh, cool! Schattenläufer. Den hole ich mir. Wuhu! Ja, komm her, Kumpel. Du kannst mir nichts. Da muss ich sogar mittlerweile nicht mehr die Zurückschreck-Taktik machen. Ich mach's aber trotzdem, damit ich mir so ein oder zwei Heiltränke sparen. Na komm, mach mal Schaden. Wow! Das war nicht zu dir gemeint, Schattenläufer, mit dem Schaden machen. Aber danke, dass ich noch deine ganzen Kräuter bekomme. Vielen Dank. Aber wo jetzt die andere Höhle ist, weiß ich nicht. Ich bin mir so sicher, dass hier noch eine war, aber ich werde jetzt auch nicht ewig danach suchen, also keine Sorge. Wenn ich die jetzt nicht direkt hier finde auf dem Rückweg, dann lasse ich das auch erstmal beleibende. Nochmal speichern. Okay, super. Und weiter geht's. Ich meine, dass der hier irgendwo gewesen ist, aber was soll's. Okay, was soll's, gehen wir weiter. Was ist denn hier? Einfach nur ein Baum. So, als nächstes stünde dann jetzt an, dass ich sogar mal versuchen würde, wenn ich da oben eh gleich vorbeigehe, und das mache ich auch in dem Part noch, ob ich nicht vielleicht mittlerweile sogar den, ich muss mal kurz meinen Kater die Tür aufmachen. Punkt, den ich noch probieren möchte gerne, ist, ob ich denn nicht mal mit dem Schrumpfzauber den ich mir gekauft habe, den Troll schaffen würde. So, ich bin ein bisschen außer Atem. Ob ich nicht, ja, den schwarzen Troll da vielleicht schaffen würde. Damit der Typ auf Wundersruf mal seine Fresse hält. War jetzt ein bisschen länger weg. Ich wundert mich überhaupt, dass ich mir jetzt noch merken konnte, was ich sagen wollte. Okay. Aber was soll's, gehen wir jetzt erstmal dahin. Machen, wie gesagt, bei dem Troll-Stop. Und eigentlich könnte ich mir jetzt doch mal einen Geschwindigkeitstrank reinpfeffern, oder? Ich meine, ich habe so viel 88. Da könnte man doch einmal... Also 12 habe ich ja, glaube. Und ich denke, wenn ich einen davon mir reinpump, ist das nur halb so wild. So. 12 Stück. Ja gut, komm. Einen können wir nehmen. Dauert sogar 5 Minuten. Also die... Das lohnt sich ja sogar. Das lohnt sich. Nur ich darf wieder nicht quickloaden. Oh, da oben ist es ja schon. Fuck. Das habe ich nicht bedacht. Ich darf nur wieder nicht quickloaden, weil wenn das... Also ich weiß nicht, ob es hier genauso ist wie in Gothic 1. Aber in Gothic 1 war es so, wenn man einen Geschwindigkeitstrank drin hatte und dann gespeichert hat und den Punkt dann geladen hat, dann war diese Wirkung nicht mehr vorhanden. Und da hätte ich ja jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf, muss ich gestehen. Ob das hier noch einer ist, den ich noch segnen muss, das muss ich mal gucken. Ja, das sieht ganz danach aus. Also rein. Gewähre mir deine Hilfe. Innos! Ja, gewähre mir. Okay, und ich muss mir noch die Schrumpfrolle ausrüsten. Wie sieht die denn aus? Schrumpfen. Nein. Schrumpfen. Monster schrumpfen. Und vielleicht rüste ich mir noch was für irgendein Vieh aus. So irgendeine Beschwörung. Skelett erschaffen.
Ja. So nur so sicherheitshalber, ne? Aber gucken wir erstmal, was so passiert. Weil gegen den Riesigen komme ich auf gar keinen Fall an. Und ohne Gehilfe, das weiß ich nicht. Aber ich würde ihn gern killen. So viel kann ich sagen. Auch vorher natürlich nochmal speichern. Und jetzt wird abgenudelt hier. Aber jetzt ist die Frage, Leute. Fell eines schwarzen Trolls. Ja, sorry, dass du so... Also das war jetzt echt fast schön lächerlich, aber ist okay. Haben wir das Schrumpfen mal sinnvoll verbraucht. So, hast du mir eigentlich noch irgendwas zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Der schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Bring mir das Jagen bei. Du kannst schon alles. Ja, das stimmt. Aber danke trotzdem, Grimbald. Ich hätte dich jetzt auch angesprochen, aber du hast mich schon angesprochen. Das ist natürlich sehr freundlich. Das heißt, dass wir Freunde sind, ne? Wenn jemand einen ansprechen will, damit der andere tut es dann schon, sich gegenseitig ansprechen wollen. Gute Freunde. Ja, toll. Grimbald, merke ich mir. Wenn ich dich in Gothic 3 nicht finde, bin ich enttäuscht. Okay, vielen Dank. So. Steinkreis, ich komme. Sprechen. Was ist das noch für eine Höhle? Huch. Ach, Moment, das ist... Ja klar, doch, hier war ich ja kürzlich jetzt wieder. Das ist ja die Höhle, genau. Wo ich die Dämonenschneide... Drachenschneide gefunden habe. There was yes what. Ne? Und wir sind so gut wie da. Wunderschön, nochmal speichern. Ja, toll. So. Dann bin ich mal gespannt, was unsere drei Magierkumpels jetzt sagen. Ich sehe schon alle drei. Cool, aber die Feuerwurzel... Oh, erschreckt mich halt noch mehr. Hey, hey, hey! Das ist doch ein schönes Treffen. Das gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Kann das mal kurz... Kann ich mal kurz irgendwie jemanden nicht... Also mal keinen anvisieren und alle auf dem Bild haben? Nee! Mann, ich will... Oh, okay, pass auf. Wir machen das so. Was ist denn da? Achso, klar, der Novize, ja. So. Oder so. Oder so. Oder so. Keine Ahnung, ich will halt ein Thumbnail haben. Vielleicht mache ich das hier raus. Denke ich mal. Okay, gut. Reicht. Hi. Lol, ich bin im Bürokar drin. Hier. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Danke. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht. Doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. War das eine Sequenz? Nee. Was kennen wir schon, nur war es damals komplett rot. Alle gleichzeitig. Oder alle nochmal komplett einzeln. Ja, und dann nochmal alle gleichzeitig. Aber wirklich gleichzeitig, ja. Ja, okay. Oh, okay. Los. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Cool. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Wir können uns noch jetzt schon... Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis.
Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Das finde ich bestimmt locker easy raus. Ne? Warte mal. Warte mal. Das Auge Enos ist geheilt. Was nun? Vergiss nicht, es zu tragen, wenn du gegen die Drachen antrittst. Also muss ich jetzt echt... Und lass dir von ihm den Umgang mit dem Auge erklären. Ja, mache ich sofort. Ist Pyroka noch hier? Ja, warte mal bitte. Ich will nochmal schnell mit Watras reden. Watras! Hey, mein Geschwindigkeitsdings ist weg. Oh Mann. Hi. Warte mal. Oder liegt noch ein toter Novize? Danke für deine Hilfe, das Auge Enos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Deine größte Aufgabe. Er wird dir alles Weitere erklären. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Na klar. Das kriegen wir hin. Ich untersuche nochmal die Leiche, weiß gar nicht, ob ich... Genau, hatte ich nämlich damals gar nicht gefunden. So, dann ist jetzt Pyroka dran. Aber die Priorität sind natürlich noch diese paar Pflanzen. Oh, noch eine. Okay, gut, den Rest lasse ich jetzt erstmal liegen. Ab zu Büro, Gary. Pyro, Gary. Hey. Hey, du. Ja. Ihr habt es geschafft. Das Auge Enos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Warte, du willst mal. Mir sonst nichts weiter sagen? Nein. Okay, dann gib mir nochmal deinen Segen. Ein bisschen Segen. Ich könnte es gebrauchen. Möge Enos sein... Danke. So, das ist sehr, sehr freundlich von euch gewesen mit dem Ritual und so. Toll. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch irgendwas jetzt zu tun? Konstantinos Ring. Cassia will, dass ich hier den Ring von Konstantino bringe. Nein, Cassia ist tot. Fortuno ist wieder bei Sinn, aber er kann sich ja nichts erinnern. Ach ja, bla. Verhängnisvolle Situation. Senjan will, dass ich den Auftraggeber finde und umbringe. Ja, ich habe ihn umgebracht. Skip ist auf dem Trockenen. Die Suche von Morgan. Achso, ja, der Grog. Bla. Als Kompass. Greg hat gerade. Ja. Garrett. Schwarzes Pferd. Genau, Raoul. Wer war das nochmal, der das wollte? Im Onas Hof. Da. Jennichten Schreine. Ja, fehlen noch drei. Schnaubende Kreatur. Das kann ich gleich mal machen. Paket voller Kraut. Keine Ahnung. Aus Maul. Kann. Ja, das habe ich auch geschafft. Wahrscheinlich muss ich mit Pepe dann nochmal reden. Krautpaket, ja, bla. Joe, Harkon, den Händler, einfach Spule ist verschwunden. Keine Ahnung. Alvin, Fellern, ja, Hämmern, genau. Und das, okay, das ist ja gar nicht mehr viel, wirklich. Habe ich für Onas Hof gerade was ausgerüstet? Nee. Gut, dann kann du weg, kann du weg, du komm weg, kann du weg, oh weg. Der Hof. Dann gebe ich da jetzt mal kurz zwei Quests ab und guck mal kurz, dass ich die schnaubende Kreatur hier hinter mir noch fertig kill. Das, ah ne, fuck, das ist ja ein Troll, jetzt habe ich ja gar keinen, läuft denke ich auch noch, so ein Mikro, ne? Okay, gar keinen Schrumpfen mehr, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt denn schaffen würde, wahrscheinlich nicht. Das habe ich früher auch gemacht. Ha, okay, erstmal speichern. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Raoul, du bist da vorne. Hey! Hey, will doch keiner wissen. Wir haben ihn natürlich gekriegt. Ich hab das Fell eines schwarzen Trolls. Nicht ist möglich. Zeig her. Wahnsinn. Was willst du dafür haben?
Gib mir, was du hast. Okay, ich gebe dir 500 Goldmünzen dafür und lege noch 3 starke Heiltränke obendrauf. Was meinst du? Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Das ist mir zu wenig. Dann eben nicht. Das Fell werde ich trotzdem behalten. Diese Chance werde ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Hey, du. Genauso, wie du sagst. Gib mir mein Trollfell zurück. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hey. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Die Haut. Komm, ich will nur mein Fell zurück, ja? Den Rest ist mir scheißegal. Oh, das tat weh. Na komm. Ja, gib's ihm. Was willst du, Arschloch? Ich will mein Fell. Ich glaube, ich habe ganz klar gesagt, was ich will. Was willst du? Du bist Stress. Du bist ein Hurensohn. Mach ihn fertig. Kannst du mich am Arsch lecken, komm. Ja, tja. Ich werde dich ganz schön gut abfahren, weißt du was? Mein Fell. Habe ich auch wieder. Okay, reden wir mal mit Pepe. Das dürfte... Ach ne, Moment, das war der Typ, der da hinten bei den Schafen stand, ne? Wer bist du? Torloff. Du siehst voll jung aus. Das habe ich früher auch immer gesagt. So, ne, Moment, ich warte nochmal, bis Raoul aufgestanden ist und rede nochmal mit dem, bevor ich speichere. Weil ich will mal wissen, was der jetzt von mir hält, sozusagen. Hey! Na? Hey, du! Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Verzicht, das hast du nicht gewusst. Komm nie wieder auf die Idee, mich zu verarschen, klar? Schon gut. Du weißt doch, wie die Sache hier läuft, oder? Also reg dich wieder ab. Ich werde mich doch nicht verarschen. Also komm mir nicht zu. Okay. Also das Fell behalte ich dann jetzt auch. Das ist gut, dann gebe ich das Bosper. Scheiße, 3 Heiltränke, ich glaube, das ist mir lieber, wenn Bosper das hat. Wo hast du das denn schon wieder her? Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Danke dafür. So. Dann rede ich nochmal schnell mit dem Typen, der das Gold umwandeln kann, dann mit Pepe, dann gehe ich zur schnaubenden Kreatur, dann gehe ich mir meine Felle abgeben, dann gehe ich ins Minental und dann beende ich den Part. So, das ist der Plan. Wer war denn das mit den Münzen überhaupt? Wo ist Gorn schon wieder hin? Du weißt es nicht, ne? Wo ist denn Gorn? Du weißt es aber auch. Ich sehe, du hast dich in den Dienst der Paladine gestellt. Tja, Söldner kannst du nun nicht mehr werden. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun oder ich für dich. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Nein. Wegen Bulko hat Onar jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich hab so schon genug Ärger. Okay. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht wird das Lord... Na, Moment mal, das hatten wir schon. Das Gespräch hatten wir schon. So, der Typ mit dem Geld war drüben, genau. Der war in einem anderen Raum. Ich muss jetzt mal ein bisschen Speed machen hier. Sonst ist der Part wieder 3 Stunden lang. So, du warst es doch hier mit den Münzen, ne, Vasili? Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Ja. Dankeschön. Besonders die 750 EP macht's das wert. Dankeschön. So, Pepe müsste da hinten links rum sein und dann noch schnell zur schnaubenden Kreatur, wenn ich die eh nicht schaffen werde, und dann Minental und Felle und dann Ende. Wenn er das nicht, nicht wahr, sieht, Bodo? Kann ich ja. Auch nicht mehr. Das ist eine schöne Sache, Bodo. Speichern. Das kann doch nicht wahr sein. So, aber seit wann steht denn Patrick eigentlich die ganze Zeit hier? Der stand doch vorher nicht hier, oder? Und, alles klar bei dir? Alles im Lot. Okay.
Was hast du jetzt? Ich werde auch weiterhin für. Und ach, das ist der, der bei dem. Beim Ring war, oder? Beim Ring des Wassers, kann das sein? Ach, keine Ahnung. So, wo ist Piep? Du bist es doch, oder? Ja. Hey, ich habe Vulko aufs Maul gegeben. Ich dachte, dafür bekomme ich jetzt noch irgendwas. Ach, leck mich doch im Arsch. Okay, ab zur schnaubenden Kreatur. Das dürfte dort entlang sein. Genau. Genau, genau, genau. Hey, Schaf, hey, Schafe. Hier ist auch irgendwo noch ein Drachensnapper gewesen, oder? Oder hatte ich den schon gekillt? Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe ihn jetzt erstmal. Ja, da ist er. Schaffe ich den mittlerweile? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Oh, mit ein bisschen Anstrengung halt, aber ich glaube, dass es mir die nicht wert ist. Komm! Okay. Das hat funktioniert, das nehme ich, die Geste nehme ich gern an, also die, da lade ich jetzt nicht, das behalte ich in Dings. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, das schwarze Erz gegen den Troll zu benutzen. Ich habe mir nämlich mal durchgelesen, was das überhaupt bringt, dieses schwarze Erz. Das ist ganz interessant, wenn man dieses schwarze Erz benutzt quasi, dann haben für eine bestimmte begrenzte Zeit, also alles um dich herum, abgesehen von dir selbst, hat dann nur die halbe Geschwindigkeit. Das umschließt natürlich auch Angriffe von Gegnern und Leute, die dich verfolgen oder was auch immer. Das ist natürlich mega praktisch. Das Problem ist halt nur, dass die Erze extremst selten sind. Ich glaube, im ganzen Spiel gibt es irgendwie 6 oder so, habe ich gelesen. Und ich habe halt 2. So, aber die Frage ist halt wirklich, wie zum Teufel schaffe ich diesen Troll, ohne ihn zu schrumpfen? Es sind sogar 2, lol. Ich treffe ihn nicht mehr. Der ist echt nicht schwer. Die halten echt mega wenig aus. Das ist natürlich cool, dann schaffe ich das vielleicht auch so. Ich muss nur so einmal an ihm vorbei, quasi mich hinter ihm stellen, dann in den Arsch schlagen, 3-4 Mal. Aufpassen, dass er mich nicht trifft, komm! Okay. Und dann ist das auch schon erledigt. Mit der schnaubenden Kreatur. Also ich glaube mal, dass das jetzt die schnaubende Kreatur war. Kann natürlich sein, dass es noch was gibt. Die Lederbeutel, das wollte ich noch machen. Genau, und danke für die Steintafel. Was ist das für eine Steintafel? Bogenschütze 2, okay. So, ganz kurz mal die Lederbeutel öffnen. Ein Lederbeutel. 50 und ein Ring. Okay. Mir gleich nochmal an. 100 Münzen. Viele Dietriche. Okay. Tabak, bla 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 bla. Das war's schon. Nee, ha, wollte schon sagen. Hier sind nochmal 75 und wahrscheinlich nochmal 50, ja? Also insgesamt nochmal 125 unten natürlich. Nice. Sonst sehe ich hier erstmal nichts noch rumliegen irgendwo. Auch hinter diesem Gracien hier nichts versteckt. Keine Höhle oder sowas. Dann sage ich dem Dude da oben mal Bescheid. Falls der das überhaupt war, der das mit der schnaubenden Kreatur gesagt hat. Aber ich glaube ja, oder? Keine Ahnung. Und waren hier links nicht noch die Typen aus Seekopfshof, die sich hier noch versteckt hatten oder so? Soll ich da nochmal Bescheid sagen, dass es wieder sicher ist? Das ist noch eine Ecke weiter. Oder waren die von Seekopfshof? Ich glaube schon, oder? Ach, keine Ahnung. Dann, wie gesagt, noch schnell die Felle abgeben und dann ab ins Minental und da wird dann gespeichert und ausgemacht. Okay, hey Grom, warst du das mit der schnaubenden Kreatur? Nee, du warst es gar nicht. Wer war denn das? Schnaubende Kreatur. Jäger Garn. Dann habe ich keine Ahnung. Dann ist es auch erstmal Wurst. Okay. Habe ich noch irgendwelche neuen gescheiterten Quests eigentlich? Nö. Cool. Dann kann ich auch speichern. Ich gucke mir gleich nochmal an, was ich für einen Ring gefunden habe.
Und euch? Hey. Danke. War hier irgendjemand mit einem Namen oder waren das alles nur Bauern? Du doch bestimmt. Malak. Hey. Wie ist es hier? Ich muss mich hier nur mit Band. Okay, vielleicht doch. Keine Ahnung. So, ich will in die Hafenstadt. Habe ich dafür noch einen Teleport? Ja. Und wie gesagt, schnell meine Fälle abgeben. Und dann ist gut. Dann geht's ab zum Minental. Minental, Minental. Ich bin mal gespannt, wie viel mehr Bosper dafür gibt. Wenn er mir überhaupt was dafür gibt. Vielleicht habe ich mir das jetzt auch einfach verkackt. Deswegen lieber nochmal speichern vorher. Hey! Da bist du ja wieder. Was ist denn da oben? Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Sogar das Fell eines schwarzen Trolls. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Ja, 350 ist natürlich weniger. Aber ist halb so wild. Warum ist da oben eine Blutfliege? Ist die ausgestopft? Das kann er doch nicht machen. Oh, hier kann ich mein Fleisch auch braten. Nee, habe ich das gerade richtig gesehen? Hat er gerade Schinken da gebraten? Oh. Muss ich da jetzt gerade warten, oder? Ich warte mal kurz ein paar Sekündchen. Falls denn was passiert. Na gut. Gibt es jetzt irgendwie gebratenen Schinken, oder war das jetzt einfach nur so, ja, Animation für Schinkenbraten, aber es passiert eigentlich nichts. So, auf jeden Fall Schinken und kein rohes Fleisch, deswegen, oder doch? Ach, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, der hat ganz normales Fleisch gerade gebraten. So. Dann würde ich mich auf den Weg machen wollen zum Pass. Ich habe was anderes gehört. Pass in Corinis. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Muss natürlich erstmal noch laufen. Große Klasse. Oh, ist hier nicht sogar noch ein Suchender? Oder hatte ich den schon erledigt? Nein, der ist noch da. Au. Ach ja, genau, das war der durch diese Wand schießen konnte. Ich erinnere mich. Konnte er damals schon. Arschloch. Aber danke für den Mana-Trank. Ich wollte nämlich, ich hatte gerade überlegt, ob ich nochmal in die Taverne gehe und schlafe, weil mir ein bisschen Mana fehlt, aber das hat sich damit jetzt erledigt. Aber ein kleines Mana-Kräutchen hier esse ich trotzdem noch. Dankeschön. Aber meine HP muss ich jetzt natürlich gleich wieder aufdingsen. Jetzt muss ich auch noch da hoch bis zum Minental laufen. Ein anderes kleines Problem, was ich jetzt gerade noch habe, ist, dass ich ja dieses Amulett habe mit 40 Lebensenergie, 4 Stärke, 4 Geschicklichkeit. Oh, Kapitel 4 Drachenjagd. Dankeschön. Und auf dieses Amulett fahre ich eigentlich übelst ab, aber das Problem ist, wenn ich gegen die Drachenjäger, das sind doch die von den Söldnern, oder? Das Problem ist, wenn ich jetzt die Mann, was wollte ich denn jetzt sagen? Das Auge Innos, genau, wenn ich das ausrüste, muss ich das andere Amulett natürlich abrüsten. Ich merke es mir. So, wir machen nochmal kurz was. Keine Sorge, ich werde diese Rüstung nicht ausrüsten. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich sie haben. Ich fahre irgendwie total drauf ab. Toter Drachen, ne? Die Rüstungen zu sammeln und einfach, damit ich die quasi im Inventar habe, möchte ich den einmal wieder belebt haben. Genau. Nicht um sie auszurüsten. Ich möchte mir sie auch einmal an mir angucken quasi. Wo ist er? Hier.
Sieht nämlich auch echt verdammt schick aus. Die hätte man halt haben können, wenn man sich den Söldnern anschließt. Aber das haben wir nicht gemacht. Sind dann hier hinten noch mehr von denen, oder? War das jetzt nur dieser eine komische Tote? Keine Ahnung. Vielleicht töte ich den auch mal eben wieder. Oder vielleicht lasse ich es doch einfach bleiben mit der Rüstung. Was ist so schade drum? Ich will diese Rüstung eigentlich haben. Na gut, okay, ich hab sie, wir haben sie jetzt einmal gesehen, ne? Wie viel EP bringt der? Wow, der macht mich fertig. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. So. Nee, wir lassen das mit der Rüstung bleiben. Das ist besser. Huch, jetzt liegt er andersrum. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen oder so. Jetzt wollte ich mich halt eigentlich teleportieren in die Burg. Aber dadurch, dass der jetzt hier lag, interessiert mich jetzt gerade, ob auf dem Weg irgendwas ist. Weil was haben wir denn da unten? Hallöchen. Goda. Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Wie viel verlangst du? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Was hast du anzubieten? Ich dachte eine Rüstung oder so, aber what the fuck, das ist ja gerade hier ein Witz. Das ist ja wirklich ein Witz. Schutz vor Feuer, bla. Das ist ja wirklich ein Witz. Das ist mehr gerade für mich so ein Moment, wo ich denke, hey, ich könnte auch meinen Kram mal verkaufen. Ne? Weg. Erzählt sich ja so ein. Weg. Das behalte ich natürlich alles hier mal. Einen davon behalte ich auch, den auch. Alle sind gerannt wie die Hasen, ich war ganz. Ach, bla bla bla. Weg, weg. Weg, weg, weg. Weg. Weg, 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 weg. Alle sind gerannt wie die Hasen, weg. Alrichs Schwert, das habe ich auch noch. Eins, zwei, drei. Weg. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Weg. Weg. Okay. Ja, da haben wir erstmal 12.000 Gold. Das ist eine schöne Sache. Das ist tatsächlich eine schöne Sache. So, wie viel hast du denn so für die ganzen Schatullen und den ganzen Shit, den ich hier habe? 75 pro Stück. Weg. Weg. Koragons Silber. Behalte ich. Weg. Öffnet das mal von vorhin. Behalte ich mal noch. Behalte ich alles noch. Behalte ich. Bla bla. Okay, weg. Ja, weg. Behalte ich. Oha, nee, behalte ich. Was ist das hier? 42 Reptil heute. Könnte ich den Kirma verkaufen. Das natürlich auch. Aber behalte ich erstmal noch. Erstmal noch. Trollhauer. 45 pro Stück auch. Noch nicht schlecht. Zerkratzte silberne Schale, weg, weg, weg. Behalte ich. Erzählt sich ja so einiges. Weg. Ja. Ja, 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 ja. Hacke. Erzbrocken. Die sind 30 wert, das ist mir viel zu wenig. Weg. 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 Das gibt doch nur noch weg. Mehr Ärger. Mhm. So, schon was bei 14.000? Okay, 14.024. So, ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Ich brauche nur das hier. Erzähl mir etwas über die Drachen. Drachen sind uralte Geschöpfe von unglaublicher Macht. Einst lebten Tausende von ihnen auf der ganzen Welt verteilt. Seit über 100 Jahren hat man keinen mehr von ihnen gesehen. Ihr Blut ist heiß, wie siedendes Öl. Wenn sie dir in die Augen blicken, verwandelt sich dein Herz in Stein, habe ich gehört. Ist das wirklich?
Das war jetzt nicht so hilfreich. Hokon Gorn, Biff. Gut, ich denke, mit den ganzen Leuten hier reden wir beim nächsten Mal. Ich stelle mich mal so vor Gorn, damit ich das nicht vergesse. Und wir sehen uns dann wieder. Und dann geht's auf Drachenjagd. Bis dann und auf Wiedersehen.